Moin Leute und herzlich willkommen beim Weekly Update heute am Sonntag mit mir, dem Schlosskonflikt bzw. das Killer-LPM. Ja, ihr seht es schon, ich habe wieder nicht so wirklich viel gemacht, aber ich habe heute ja auch jetzt schon ein Monster Legends Video hochgeladen und habe jetzt auch irgendwie mehr Lust auf Monster Legends seit ein paar Tagen. Das heißt, ich spiele jetzt auch schon ein paar Tage und ja, mach immer mal wieder ein bisschen Dungeons, ein klein wenig PvP und ja, ansonsten fangen wir direkt an. Derzeitig Level 76, 994,5 Millionen Gold, 175 Monster, 11,45 Millionen Futter und 131 Edelsteine. Ja, an den Monstern kam jetzt nichts Neues hinzu. Und ja, ich muss mich immer noch in das Spiel reinfuchsen. Domi will mir nachher noch erzählen, wie hier alles funktioniert, was die neuen Updates bringen. Und es wird auch ein cooles Antest jetzt demnächst geben, die Tage. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Will da noch nicht zu viel spoilern. Ich sage euch nur, es wird richtig geil, denke ich. Und ja, dann gucken wir mal hier in dem Videospiel-Labyrinth, was wir denn da so haben. Ja, da gibt es auch wieder neue legendäre und epische und er halt, ne, wir stehen, er war selten. Das macht zwar keinen Sinn, aber gut, er ist selten. Und ja, Legis finde ich den Glitch oder Arcade, die zwei finde ich eigentlich ziemlich cool. Und vielleicht bekomme ich ja einen von den beiden, weil die sind schon, ja, die haben schon was. Und derzeitig habe ich 398 von diesen Punkten. Und sammel die auch so ein bisschen, ne, wisst ihr Bescheid. Ansonsten hier PvP haben wir ja eben erst sozusagen gemacht gehabt. Derzeitig 2493 Trophäen. Okay, eben ist relativ, ist schon ein paar Stunden her, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, ansonsten hat sich hier nicht viel geändert. Aber das wird sich ändern, weil ich jetzt sehr wahrscheinlich aktiver spielen möchte und auch wieder ein bisschen was reinpulvern möchte, sodass ich auch die neuen Monster kriege und euch dann die natürlich dann auch alle vorführen kann. Und ja, dann würde ich sagen, wechseln wir direkt zu Schlosskonflikt. Bis gleich. So, da sind wir jetzt auch bei Schlosskonflikt angekommen. Ich habe mein Base Design jetzt ein wenig verschoben, so dass hier das gegen Spielerangriffe etwas effektiver ist. Obwohl, den könnte ich hier noch irgendwo hinschieben. Den hauen wir mal hier hin. Den machen wir hier irgendwo hin. Aber da passt er nicht hin. Das ist natürlich wirklich toll. Dann so. Und der da dran? Ja, kommt. Perfekt. Ja, derzeitig 88.398 Macht, 78.439 Ruhmpunkte, 1,2 Millionen Gold und 3,2 Millionen Mana. Da ich auch wieder ein paar Edelsteine verpulvert habe, habe ich jetzt derzeitig 462. Und dann gehen wir hier direkt in den Heldenaltar. Da hat sich ein bisschen was getan. Ich habe jetzt meinen Mino etwas auch aufgelevelt, der ist jetzt auf 171. Der Druide auf 179, den wollte ich noch auf 180 bringen. Dann mein Arktiker, den ich jetzt auch erstmal auf 160 hauen will, der jetzt derzeitig 146 ist. Ansonsten hat sich hier auch nicht viel getan, aber ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal hier ihn 180, ihn 180, ihn, also hier unseren Arktiker 160. Und dann den Mino upgraden und ihn dann auch evolvieren, denn ich denke, er könnte ganz praktisch sein mit Evo. Ja, ansonsten hier einmal, zack, Rangliste, derzeitig Rang 13.159. Ja, ich bin ein wenig gefallen, aber das kriegen wir schon wieder hin. In der Arena derzeitig Rang 25.150, das ist hart, weil ich vor zwei Stunden noch Rang 6.000 war. Irgendwie werde ich immer down gehauen. Ich weiß nicht wieso, fragt mich nicht, aber gut.
Und in der Gilde, von der Gilde her, sind wir Rang 560. Das ist doch schon mal gut hier. Die Gilde hier, Polarkrieger, genau. Da kann ich auch gleich noch ein wenig, haben gleich sogar den Gildenkrieg oder wie das Ding auch immer heißt, dieses Event, Festungskampf, genau. In 32 Minuten muss ich dann natürlich online sein. Und um 21 Uhr dann den Boss und ja, dann habe ich auch für meinen Tag heute ausgesorgt. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Weekly Update gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, haut sie unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao Leute!